Nach Steven Beef, Pink und Christina Aguilera singen zusammen. Sie haben es wieder getan. Vor 16 Jahren trällerten Pink, 38, und Christina Aguilera, 36, das letzte Mal gemeinsam für den Mega-Hit La Di Mamma Lade. Hier kam es jedoch damals zu ordentlichen Konkurrenzkämpfen zwischen den beiden Diven. Die Weltstars haben sich jedoch längst wieder zusammengerauft und standen jetzt sogar wieder im Studio. Also alles vergeben und vergessen? Absolut. Berichtete jetzt in einem Interview mit The Zone, dass die 38-Jährige und Christina an einem gemeinsamen Song gearbeitet haben. Wir haben ein Duett für ihr Album aufgenommen. Ich weiß nicht, wann es veröffentlicht wird, aber es ist großartig. Werden die beiden Rivalinnen jetzt BFFs? Kommt aus dem Schwärmen scheinbar gar nicht mehr heraus. Das ist schon 2 Jahre her, ich erinnere mich auch nicht mehr an den Titel, aber Christina ist unglaublich. Schon während des American Music Awards 2017 im November hatte sich die zweifache Mutter sich als Fan geoutet und während Christinas Performance sogar vor Rührung angefangen zu weinen. Fans hatten dies zuvor als fiese Blicke für Christina interpretiert. Die Wat Abodo-Sängerin empörte sich, das ist Bullshit, aber ich bin das gewohnt. So etwas passiert niemals Männern, das ist typisch für Frauen.